Ja, und willkommen zu meinem Video. Ja, wie fange ich das Video am besten an? Das ist gerade eine richtig schwierige Frage für mich. Also, ja, ich habe von, ja, eigentlich praktisch seitdem ich denken kann, schon immer das Problem, dass ich unter Angststörungen leide und das mit sehr vielen. Also ich habe sehr viele Punkte, die mich da ganz übel triggern und ja, ich habe schwere Traumata erlitten in meiner frühesten Kindheit in den Favela-Straßen in Brasilien. Und ich habe da also ein Traumata habe ich da, das ist sehr unpraktisch. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also jedes Mal, wenn das aufkommt, wünschte ich wäre ein Mann. Ganz ehrlich, das ist dann so dieser eine Moment in meinem Leben, wo ich wirklich lieber ein Mann wäre. Ja, und eigentlich fahre ich immer die Philosophie, red nicht über deine Traumata oder deine Schwächen, das kann jemand gegen dich verwenden. Oder es ist einfach nichts, worüber du sprichst. Aber ich finde, ich sollte es mal mit euch bereden oder ich sollte es allgemein mal einfach aussprechen. Und ja, also folgendes. Diese Einleitung braucht es, damit die Geschichte von gestern mehr Sinn ergibt. Also keine Sorge. War nur Einleitung. Ja, jetzt kommen wir mal zum etwas Eingemachten und zwar, ich habe unglaubliche Blutphobie. Ich habe eine extreme Blutphobie. Wirklich, das ist es ist schlimm. Wobei es da Unterscheidungen gibt. Also es gibt so Blut, wo ich mehr sehen kann und Blut, wo ich gar nicht sehen kann. Ich werde jetzt nicht erläutern, was wie ist, weil das ist dann wirklich, geht mir dann doch ein bisschen zu sehr in meine Privatsphäre, aber ja. Fakt ist aber, einmal im Monat bekommt jede Frau ab einem gewissen Alter ihre Periode. Und Fakt ist auch, einmal im Monat, jeden Monat für eine Woche ist es für mich die Hölle. Es ist wirklich die Hölle auf Erden. Ich weiß dann oft nicht, was ich machen soll. Es ist dann so dieses Prinzip von, hör einfach auf, hör schnellstmöglich wieder auf. Oder ich bin gefühlt, ich gehöre zu den Personen, die in der Zeit früher auch noch wegen Krämpfen und so, aber jetzt hauptsächlich wegen dem Blut, viel zu viel Zeit im Bad verbringt, einfach nur weil ich es nicht sehen kann. Und es ist für mich dann wirklich so dieses Prinzip, wenn es dann da runterläuft, dann ist es nicht irgendwo und dann muss ich mir nicht Gedanken machen. Ja, auf jeden Fall ist mir dann gestern Abend, oh, es ist jetzt tatsächlich fast 24 Stunden her, etwas ganz Blödes passiert. Ich bin im Bett gelegen, weil ich einfach so müde bin gerade. Ich habe oft so abends, Mittag, also so für mich mittags, so einen ganz schlimmen Durchhänger, wo ich dann so für eine Stunde oder zwei einfach müde werde und dann ja, lege ich mich hin, dann schlafe ich kurz und dann ist es auch wieder besser. Ja, entschuldigt, ich werde jetzt Leo parallel füttern, weil das ist für mich echt schwerer Tobak und ich möchte nicht, dadurch kann ich mich ein bisschen ablenken zumindest. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann gelegen, habe an nichts Böses gedacht, war so eigentlich, habe ich gut geschlafen und dann habe ich so gemerkt, bei mir läuft, also meine Nase läuft. Und da habe ich halt den hier gemacht, weil ich im Bett war und dann keine Lust hatte aufzustehen und nichts. Und ich dachte, es ist ja dann ist nur so ein bisschen Schlotter. Eklig, aber ist halt so. Ja. Dann habe ich nach ungefähr nach 3, 4 Minuten oder so, wie aus dem Nix, war es schon wieder dieses Gefühl. Also habe ich nochmal den hier gemacht. Und dann so im Halbschlaf bin ich da gelegen und habe dann so gerochen, das riecht nach Eisen. Das riecht nach Eisen. Und dann bin ich aufgestanden
Also nein, dann habe ich meine Taschenlampe, die Mama mir vor Jahren schon immer nebens Bett genau für solche Notfälle hingelegt hat, habe ich rausgeholt, habe dann meine Hände angeleuchtet und ab dem Moment ist es wirklich was, ja, was schwierig. Also ich habe also meine erste Reaktion war, es ist Nasenbluten. Also habe ich mir irgendwas gegriffen, was ich gerade schnell zur Hand hatte, um es reinzustopfen. Nur damit das Blut nicht läuft. Das war die oberste Priorität. Nicht laufen lassen. Weil wenn du es laufen lässt und es irgendwo hinkommt, wo du dann erstarrst du. Dann ging es weiter. Dann bin ich erstmal ins Bad gerannt, wirklich wie von der Tarantel gestochen, um zu gucken, wie viel ist es denn. Also habe ich alle Kraft, die ich hatte, zusammengenommen, habe diesen Tupfer raus und habe geguckt. Und es war nicht schlimm. Also es war wirklich bloß so getröpfelt. Also wenn es hochkommt, habe ich, glaube ich, auf die ganze Geschichte 10 Tropfen Blut verloren. Das war nicht viel, aber es war für mich zu viel in dem Moment. Und dann ist mir schon mal schwindlig geworden. Und ich weiß noch, ich habe das Gefühl gehabt, ich kipp gleich weg. Dann habe ich den nächsten Schritt gemacht. Und zwar den einzigen. Und das ist wirklich jetzt etwas, wo ich euch, wenn ihr an ähnlichen Problematiken leidet und ihr wisst, dass es da was gibt, was euch ultra die Beine wegziehen kann, sucht jemanden, der euch erdet. Klingt doof, ist aber wirklich wichtig. Ich habe dann in dem Moment also das Telefon gegriffen und sofort meine Mom angerufen und sie hat gesagt: Mama, ich blute. Meine Mutter so gesagt: Deine Periode war gerade erst, kann doch nicht sein. Und ich so: Ich habe Nasenbluten. Dann meine Mutter so gesagt: ich bin gleich da. Dann ist meine Mutter hochgekommen und ich muss ein Häufchen Elend gewesen sein, weil was ich weiß, ich war unglaublich blass. Ich habe ausgesehen wie die Wand gefühlt. Oder das Kätzchen am Bauch, wie man hier im Schwabenländchen so gern sagt. Aber ich war mit den Nerven runter. Da hat meine Mutter mir erstmal ein Beruhigungsmittel für die Nerven gegeben, weil mit Verarzten war noch gar nichts, weil ich bin so da gesessen, also zitternd wie Espenlaub und hab die Welt nicht, also ich hab's nicht mehr auf die Reihe bekommen, nichts mehr. Mein Kopf war auch komplett leer. Also ich kann sagen, wie es ist, und ich muss aufhören, an der Nase rumzukratzen, aber es juckt furchtbar. Kennt ihr das? Schorf juckt. Und wenn ihr in der Nase Schorf habt, das juckt. Und mein Schorf juckt. Und dann will ich dran kratzen. Aber ich weiß genau, wenn ich kratze, dann blutet es wieder. Und dann habe ich den Mist. Also lasse ich es. Das ist schwierig. Aber wenn du mal dann 5 Sekunden nicht denkst, dann kratsch halt. Ja. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir dann erstmal was für die Beruhigung gegeben. Hat erstmal dafür gesorgt, dass ich wieder halbwegs weniger zitter, weniger Panik und so. Dann hat meine Mom als nächsten Schritt geguckt, wie viel Blut ist es denn? Und da hat sie auch gesagt, okay, ist nicht so schlimm. Also ja, gut. Dann haben wir den Wattebäusch wieder reingestopft, haben den nochmal umgedreht, damit auch nicht, dass ich das Blut auch nicht rieche, weil das ist auch schon bei mir problematisch. Ja, dann haben wir den Wattebäusch zurückgestopft. So. Ich habe dann meinen Kopf nach hinten gelegt. Dann habe ich zu meiner Mom gesagt: Mom, ich habe es an den Händen. Ich glaube, ich habe es an den Händen. Und dann hat meine Mutter halt alles nochmal überprüft, nochmal alles geputzt, damit auch wirklich nichts an meinen Händen dran ist. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, entweder er ist satt oder er will mal wieder nicht teilen. Ich glaube eher Letzteres. Das ist bitter. Was habe ich nur als Mutter falsch gemacht, dass mein Kind nicht teilen kann? Ja, ja, auf jeden Fall ging es dann halt, nachdem es mir dann halbwegs besser ging, weil meine Mutter hat ihre Serie, die sie mit meinem Papa gerade gucken wollte, eigentlich unterbrochen, um für mich da zu sein, was voll lieb von ihr war. Und dann haben wir als nächsten Schritt dann, nachdem ich etwas ruhiger war, ich zu meiner Mom gesagt: Du Mom, guck deine Serie weiter. Wir können gerade eh beide nichts machen. Es läuft jetzt halt. Und ja,
Dann habe ich, irgendwann hatte ich so furchtbar Durst, weil ich hatte wirklich so das Gefühl, mein ganzer Mund war pappig und dann bin ich halt so aufgestanden und so, ja, es dreht sich schon. Also hat meine Mama gesagt, ja, also sie hätte mir auch was zu trinken geholt. Und dann habe ich so gesagt, nee, nee, ich probiere es mal und wenn es nicht geht, dann kann ich dich ja immer noch rufen. Dann habe ich zweimal was zu trinken geholt. Also zwei, haben mir zwei Gläser, also erst ein Glas getrunken. Das war leider Gottes Ananassaft, der schon seit über 4 Monaten abgelaufen war. Das war nicht so prickelnd, das könnt ihr mir glauben. Und das zweite war dann halt ein frischer Ananassaft mit ein bisschen Limonade drin. Und ja, das war dann schon wieder besser. Oh. Ja, und dann habe ich versucht, meine Nerven wieder so zusammenzubekommen und habe halt alles versucht, wieder so halbwegs. Und dann irgendwann bin ich dann halt, habe ich zu Mama gesagt, ich muss mal nach Leo gucken, weil ich bin ja wirklich vom Bett weggesprungen und habe den dann eine ganze Weile nicht, also nicht nach ihm geguckt und so. Und dann bin ich halt zum Leo rüber und dann war ich hier dann auch eine Weile. Da habe ich gemerkt, also so wie ich immer noch zu dem Zeitpunkt gewackelt habe, das macht noch gar keinen Sinn. Ich gehe lieber noch mal zu meiner Mom und lass mich noch mal ein bisschen stabilisieren und so. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall mich dann weiter stabilisiert. Später haben wir uns dann noch ein Brot geteilt und ja, und dann ging es eigentlich, also abends, als ich dann ins Bett gegangen bin, bin ich halt wirklich so. Okay, lick. Also wirklich so ganz angespannt bin ich ins Bett gelegen, weil ich Angst hatte, wenn ich falsch liege, dass es dann irgendwas da macht und dass es wieder anfängt. Und ja, ich bin immer noch nervös. Ich bin also wirklich heute den ganzen Tag, ich wollte auch nicht rausgehen oder so nach dem Motto, was, wenn es jetzt wieder, wenn es nochmal platzt, was, wenn ich dann noch, wenn es nochmal, also ich habe schon gemerkt, dass da noch so diese Angst gerade da ist. Ja, und dann habe ich halt versucht, so gut ich konnte, mich heute abzulenken und ja. Aber ich weiß gar nicht, was ich euch mit dieser Geschichte eigentlich jetzt mitgeben wollte, aber ich wollte einfach mal diese Gesch so eine Geschichte aus einem Moment der Panik mit jemandem teilen. Sei es jetzt, damit vielleicht irgendjemand da draußen denkt, oh, das kenne ich und sich vielleicht nicht so alleine fühlt oder sei es nur als was, vielleicht so, vielleicht ein Tipp, der hilft oder irgendwas, aber auf jeden Fall kann ich sagen, ich hoffe für jeden, der das Video sieht, dass es ja, dass es irgendwie in irgendeiner Form irgendwas macht. Und ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich brauche jetzt erstmal einen Moment, um mich wieder zu beruhigen, weil ich fange schon wieder ein bisschen an zu zittern und ja, ich sollte meine Nerven jetzt erst beruhigen. Also dann, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.